Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Ihr habt glaube ich schon länger auf das Video gewartet und zwar wird das jetzt das Video zum Thema Selbstbewusstsein, wie ich selbstbewusst geworden bin, wie ihr selbstbewusster werden könnt, meinen Weg bis dahin sozusagen, ich werde euch mitnehmen. Ich werde versuchen, das Video so wenig wie möglich, wenn es geht, gar nicht zu schneiden. Ich kann euch nicht versprechen, ob ich es so hinkriege, aber ich versuche es auf jeden Fall, weil ich habe bei meinem letzten Video gemerkt, ihr feiert es glaube ich, wenn ich so unbearbeitete Videos poste, deswegen werde ich das jetzt nochmal versuchen. Das wird jetzt nur ein bisschen schwieriger, das Thema, deswegen weiß ich nicht, ob ich das komplett ohne Cut hinkriege, aber auf jeden Fall gebe ich mir Mühe. Und ja, ich habe meine Instagram-Story ein paar Fragesticker von euch gehabt, wo ihr eben eure Fragen zum Thema Selbstbewusstsein reinschreiben könnt. Und das mache ich übrigens immer so. Das heißt, wenn ihr bei meinen YouTube-Videos mitbestimmen wollt oder auch eure Fragen reinschreiben wollt, dann folgt mir auf Instagram, weil da mache ich immer diese Fragen von vorher. Irgendwie stehen überall meine Haare ab und das nervt mich, aber okay, nicht die ganze Zeit wieder den Haare anfassen, Nika. Also die erste Frage ist, Unzufriedenheit mit seinem Körper oder Figur? Und Leute, glaubt mir, jedes Mädchen hat damit mal Struggle, jedes Mädchen oder hat. Wird es haben. Das ist was ganz Normales. Ihr müsst nur schauen, dass sich das einfach in Grenzen hält. Ihr müsst einfach innerlich für euch wissen, hey, eigentlich ist mein Körper schön oder eigentlich mag ich meinen Körper. Auch wenn ihr es nicht so findet, ihr könnt andererseits ja auch sagen, okay, ich fühle mich zu dick oder zu dünn, ich mache jetzt Sport. Aber halt erstmal diese Motivation dafür zu haben, ist wirklich schwer. Und ihr müsst euch ja auch so akzeptieren, wie ihr seid, wisst ihr? Und wenn ihr es nicht könnt, dann müsst ihr was entweder ändern oder lernen, es zu akzeptieren. Es hört sich dumm an und es ist sehr schwer, ob ihr es mir glaubt oder nicht. Aber stellt euch einmal am Tag oder zwei am Tag vor den Spiegel und denkt euch einfach oder sagt laut, ich bin schön. Mein Körper ist schön, mein Gesicht ist schön und mein Charakter ist sowieso schön. Es hört sich jetzt dumm an, aber macht es erstmal. Es ist gar nicht so einfach und sagt es ruhig öfter. Es ist jetzt nicht eine Sache, dass wenn ihr das jetzt monatelang macht, dann habt ihr Selbstbewusstsein. Aber glaubt mir, es hilft euch was. Es hilft euch was. Schaut euch einfach mal an und denkt euch, hey, das ist mein Körper, den habe ich so bekommen, das ist mein Körper. Es gibt immer Leute, die haben mehr Pech oder die haben das. Es gibt Leute, die haben Behinderung. Es gibt Leute, die können nicht sehen oder nicht reden oder das ist 100-mal schlimmer. Und selbst die Leute schaffen es sehr, sehr oft oder nicht immer. Ich denke, das ist sehr schwer, aber selbst die schaffen es, damit klarzukommen und ihr Leben trotzdem weiterzuleben. So müsst ihr es immer denken. Es gibt immer Leute, die haben noch mehr mit irgendwas Pech. Und nur weil jetzt zum Beispiel deine Nase nicht perfekt ist oder deine Oberschenkel, ist doch scheißegal. Hauptsache, du magst dich. Das ist das Wichtigste. Scheiß drauf, was die anderen sagen oder nur weil du nicht aussiehst wie jeder andere. Sei froh, dass du nicht aussiehst wie jeder andere, weil dann wäre es langweilig. Das ist übrigens, das ist sehr... Denk mal darüber nach. Sei froh, dass du nicht so aussiehst wie jeder andere. Heutzutage sieht jeder gleich aus, deswegen sei froh, wenn du nicht so aussiehst. Wenn du so aussiehst, auch nicht schlimm, aber wisst ihr, ihr müsst immer denken, umso mehr ich anders aussehe als andere, umso mehr macht mich das auch besonders. Und ich finde, das ist wichtig, vor allem in 2021 ist das ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist. Dann aknefettige Haut und dadurch weniger Selbstbewusstsein. Ich denke, das ist auf Pickel alles mögliche bezogen, also ich beziehe es mal auf alles mögliche. Und zwar, ich habe zum Glück jetzt nie Akne oder so gehabt. Natürlich, wie ihr seht, ich habe hier zum Beispiel auch einen Pickel, das ist auch ganz normal. Aber ihr dürft euch davon nicht aufhalten dürfen. Ich darf das Video nicht schneiden. Also, es ist was Menschliches. Es gibt so viele Menschen, die haben Akne oder fettige Haut. Das ist schon als erstes, was ganz normal ist. Natürlich gibt es immer die Ausnahmen, die perfekte Haut haben oder so, aber glaub mir, das sind die wenigsten. Zweitens, du musst dir mal denken, du guckst dein Gesicht 100-mal mehr ordentlicher an und achtest auf alles und das passt nicht und das als andere. Denkst du, wenn jemand an dir vorbeiläuft, dann denkt er, oh mein Gott, die hat fettige Haut. Nein, das denkt keiner. Und Akne ist was, natürlich ist es blöd, wenn man das hat, aber man kriegt es wieder weg. Es ist was ganz Normales. Es haben so viele Menschen und deswegen muss dein Selbstbewusstsein darunter nicht leiden. Und ich finde immer, wenn einem was nicht passt, das ist natürlich nicht die Lösung fürs Selbstbewusstsein, aber zum Beispiel, wenn ich irgendwas habe in meinem Gesicht, mir gefällt was nicht, dann kann ich mich ja schminken. Mir gefällt mein Gesicht trotzdem ungeschminkt, das ist wichtig, aber glaubt mir, manchmal schminken hilft für euer Selbstbewusstsein. Also einfach nur, damit ihr euch mal so fühlen könnt. Wisst ihr, wenn ich manchmal zu Hause sitze, bin traurig, gucke mich dann ungeschminkt verheult noch im Spiegel an, denke ich auch nicht so, oh mein Gott, mein Selbstbewusstsein macht gleich einen Sprung, sondern mache ich mich halt fertig, mache mich fresh und dann denke ich mir so, guck mal, was ich aus mir machen kann. So, glaubt mir, das hilft, wenn man sich manchmal einfach richtet und fresh macht oder so. Einfach nur für sich selber, das hilft. Dann, wie kann man anfangen, sich zu lieben? Die Frage hört sich so einfach an, aber ist so schwer. Ich kann euch nur empfehlen, vergleicht euch nicht mit anderen.
Vergleicht euch nicht mit anderen. Vergleicht euch nicht mit welchen, die perfekte Instagram-Bilder haben oder so. Auch ich zum Beispiel. Ich bin auch ein Beispiel dafür. Ich habe Instagram-Bilder, da sehe ich immer gut aus, meiner Meinung nach. Ich bin immer geschminkt und so. Aber ihr müsst euch denken, ich habe kein einziges Instagram-Bild, wo ich ungeschminkt bin. Weil ich mich nicht traue, ehrlich gesagt, das zu posten. Weil mein Selbstbewusstsein da nicht reicht. Übrigens, wenn Kinder im Hintergrund schreien, sorry, sind meine Geschwister sind auf dem Trampolin. Ich persönlich, es ist eigentlich traurig, dass es heutzutage ist, so ist, aber das ist meine Einstellung, was das angeht. Ich habe Selbstbewusstsein, aber ich habe auch nicht das perfekte Selbstbewusstsein. Wenn ich ein Bild geschminkt poste auf Instagram und jemand kommentiert, du bist hässlich oder Make-up-Fresse oder so, dann juckt mich das nicht. Würde ich aber ungeschminkt ein Bild posten und jemand würde schreiben, du bist hässlich, würde es mich viel mehr verletzen. Das ist eigentlich traurig, aber so, das ist so mein Schutz. Auf TikTok oder so poste ich auch ungeschminkt oder auf YouTube. Aber auf Instagram, so diese Bilder, ich weiß nicht. Also, es passt auch nicht so zu meinem Content, aber ich fühle mich da auch geschminkt wohl. Das ist auch nicht schlimm. So, man schminkt sich ja auch nicht, damit man hässlich ist. Normal, man schminkt sich, damit man geil aussieht. Ist ja nicht schlimm. Aber schminkt euch nur für euch selber und nicht für irgendwelche anderen. Dann, wie kann man selbstbewusster werden? Also, mir dabei haben einfach Freunde, Erfahrungen geholfen. Oft wird man auch selbstbewusster durch schlechte Erfahrungen. Jeder Mensch muss durch schlechte Sachen durch. Aber einfach Erfahrung, nicht immer so viel Selbstzweifel haben. Denk nicht immer drüber nach, sieht die Hose gut aus oder nicht. Weil du musst dir denken, du stehst vorm Spiegel und denkst dir, sieht es gut aus oder nicht. Denkst du, wenn irgendjemand an dir vorbeiläuft, juckt es die? Nein, es juckt keinen. Du bist viel zu streng zu dir selber, glaub mir. Ich kenne das sehr gut. Die ganze Fläche. Dann Ausschnitt tragen. Also, wenn du dich nicht wohlfühlst, wenn du Ausschnitt trägst oder dich das nicht traust, dann mach's nicht. Mach's nur, wenn du dich wohlfühlst. Weil nur, wenn du da was anhast, indem du dich wohlfühlst, indem du dich geil fühlst, indem du dich fresh fühlst, kommt es auch so rüber. Wenn du zum Beispiel Ausschnitt anhast, du fühlst dich aber gar nicht wohl damit und dann machst du die ganze Zeit so oder läufst irgendwie so rum, dann kommt es auch nicht selbstbewusst rüber. Zieht nur so Sachen an, wenn ihr euch auch wohlfühlt. Ich würde auch niemals bauchfrei anziehen. Ihr wisst, ich ziehe immer bauchfrei an. Aber würde ich mich damit nicht wohlfühlen, dann würde ich es auch nicht tragen und dann passt es auch nicht zu euch. Wisst ihr, man muss ja sowas nicht tragen. Aber ich kann euch nur sagen, Ausschnitt tragen ist was Normales, es ist nichts Schlimmes, aber es ist kein Muss. So wisst ihr, tragt einfach das, was ihr wollt. Dann, wie gehst du mit Kritik um zu deinem Aussehen? Das habe ich ja gerade schon einmal gesagt mit dem mit Instagram-Bildern und so persönlich. Ich muss sagen, das ist bei mir immer noch so ein kleiner Punkt, der ein bisschen verletzlich ist, aber viel besser. Früher zum Beispiel, ich rede irgendwie schnell, weil ich habe Angst, dass ich das Video sonst zu lang mache. Aber früher war es so, wenn ich in der Schule zum Beispiel ungeschminkt war und dann hat jemand zu mir gesagt, hey, du siehst voll komisch ungeschminkt, das habe ich mich voll schlecht danach gefühlt. Und die Personen haben es nur aus Spaß zu mir gesagt, aber es hat mich voll fertig gemacht in dem Moment. Und so ist es eigentlich voll traurig, weil das muss keiner. Nur weil man ungeschminkt anders aussieht, heißt das nicht, dass man hässlich ungeschminkt aussieht. Also, du musst dich selber lieben, um selbstbewusst zu werden. Und das kannst nur du selber machen. Das kannst nur du selber entscheiden. Es bringt dir nichts, wenn 100 Leute dir sagen, du siehst schön aus. Das heißt trotzdem nicht, dass du dich selber schön findest. Du musst lernen, dich selber zu akzeptieren. Und wenn dir was nicht passt, dann kannst du es ändern oder akzeptieren. Ich meine mit ändern jetzt nicht, dann mach eine Schönheits-OP, sondern dann versuch das zu akzeptieren oder so zu machen, dass es dir gefällt, wisst ihr? Dann, wie hübsch findest du dich von einer Skala von 1 bis 10? Also, das ist eine schwierige Frage. Es gibt Tage, da fühle ich mich 0 von 10, es gibt Tage, da fühle ich mich 10 von 10. Wichtig ist, ihr könnt euch auch manchmal wie eine 10 von 10 fühlen. Jetzt heute, ich weiß nicht, mein Make-up ist jetzt nicht so fresh, ich fühle mich wie eine 8 von 10. Aber fühlt euch nicht so schlecht, weil ihr seid nicht hässlich oder so. Nur weil ihr auch mal anders aussieht, heißt das nicht, dass ihr hässlich aussieht, dann seid ihr was Besonderes. So müsst ihr das denken. So, das war's jetzt erstmal mit dem Selbstbewusst-Video. Oder ich helfe euch zum selbstbewusster werden. Es tut mir leid, dass manchmal Hintergrundgeräusche sind, auf jeden Fall. Wenn ihr dazu noch ein Video wollt oder ein Teil 2 oder eine andere Art von dem Video, dann schreibt es alles mal unten rein, weil ich finde sowas voll cool, wenn ich euch auch so helfen kann, ein bisschen selbstbewusster zu werden. Weil ich selber eben auch früher mega unsicher war und mega wenig Selbstbewusstsein hatte. Deswegen finde ich es gut, wenn ich euch da ein bisschen mitnehmen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniert mich gerne auf Instagram. Mein Account ist unten in der Bio verlinkt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.